Mann, ey, warum denn? Verfickte Scheiße, ey. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, eurem Gameblamer, und es fängt total spannend an, denn wir werden diese Folge direkt mit einem Bosskampf starten. Und wer den ersten Bosskampf schon gesehen hat, das war vor 2 Folgen, also nicht letzte, sondern die vorletzte Folge, glaube ich, der weiß, jetzt wird geschrien, jetzt wird sich aufgeregt. Viel Spaß. Billowing clouds of dust herald your arrival. Dust in the air that is born from the erosion of the walls. These stones heard so many sins that they could do no more than succumb, shuddering before their guilty echoes. Echoes that could not bear the seclusion that I imposed upon them, crawling along these walls, eroding them until their immaculate ashes. Penitent one, you will now reveal your sins. Ich wollte gerade wegrutschen. Oh. Kommst aber auch nicht schnell genug weg, wenn der einmal losträgt. Mann! Jetzt bin ich vielleicht, ja. Erster Tod. Wir sollten für sowas, glaube ich, mal einen Death Counter unten in die Ecke setzen, ne? Wäre, glaube ich, sinnvoll. Ich kann über diesen Typ aber einfach drüber springen. Und da muss ich dann schnell weg. Hat er jetzt von sich selbst gegessen? Das hat mich jetzt irgendwie an der Voodoo erinnert. Ja, das sah aus, als wäre da ein Jutsu gemacht hätte.
Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, wie komme ich denn da weg? Komm, 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 komm! Nein! Das war doch nur noch so ein Mini-Fitzelchen! Warum? Vor allem, das war nur noch so ein Mini-Fitzelchen und ich wette mit euch, dann wäre noch mal was Neues gekommen. Aber bis jetzt macht er sich nicht so schwer wie der andere, bei dem wir am Anfang waren. Ich denke mal, der erste Gegner, gegen den wir gekämpft haben, das war gar nicht der, gegen den man als erstes hätte kämpfen sollen. Mann, ey. Da, wieder Jutsu. Jutsu der Eiskristalle. Und meine Sünde wird immer größer. Das heißt, immer weniger Magie. Warum ist meine Energie wieder da hinten? Na, Mann! Oh, ey. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Alles klar. Ja, bald haben wir gar keine Energie mehr. Also gar keinen Zauber. Oh, wenigstens ist jetzt unsere Energie da. Unsere vergangene Energie.
Ach komm, Mann, ey. Ja. Wie kommt man denn da dran vorbei, ohne Schaden zu nehmen? Ah, ich hab ne Ahnung. Ja, aber das nützt mir jetzt nichts, weil ich das nicht hochgelevelt habe. Da könnte nämlich sein, hier. Wir haben da ja dieses RT und X, um einen Ausfallschritt durch eure Feinde hindurch auszuführen. Und wir haben hier übrigens auch noch nicht geguckt, was wir leveln können. Drückt RB nach einem Angriff am Boden, um daraus einen mächtigen horizontalen Schlag zu machen. Ah, okay. Drückt RB, um Veredicto zu deaktivieren und den Verbrauch... Oh, das geht auch. Okay. Halbiert die benötigte Zeit zum Aufladen von Veredicto. Tja. Das Problem ist, wenn ich das jetzt nehme, um gegen den Gegner zu kämpfen, auch um da durch ihn durchzuflutschen, da ist das Problem, dass diese Doppelschwerter zu wenig Energie abziehen. Und ich einfach dann zu beschäftigt bin, um die ganze Zeit hin und her zu wechseln. Ich denke da dann nicht dran. Das ist mein Problem. Jetzt aber langsam knapp für mich hier. Ach, natürlich schaffe ich diesmal diesen Sprung nicht. Komm, leck mich doch am Arsch, Mann! Warum steht der so langsam auf? Dann kann ich doch gar nicht mehr ausweichen. Verfickte Scheiße. Fick dich. Ganz hart, ey. Mann, das war so eine enge Kiste jetzt. Schon wieder. Ja, ich treffe dann auch automatisch zwei, ne? Ja. Fängt ja super an. Fängt ja richtig gut an. Und endet auch richtig gut.
Ja, natürlich. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht, Mann? Warum spring ich Spasti eigentlich, wenn ich sehe, dass dieser rote Scheißstern an seiner Stirn erscheint? Dann weiß ich doch, dass er von oben schlägt. Warum spring ich dann weg? Ich dummer Blödmann. Mit P, Blödmann. Mann, ey. Da ist auch so wenig Zeit dazwischen, wo man reagieren kann. Man kann auch drüber springen, tatsächlich. Ey, hallo? Mann, ey, warum denn? Verfickte Scheiße, ey. Man hat einfach nur eine Millisekunde Zeit, sich zu entscheiden, springe ich oder rutsche ich weg. Jedes Mal. Das ist einfach viel zu knapp. Meine Fresse. Es nützt alles nichts, ne?
Komm, ja! Ja, Junge! Verpiss dich! Spasti! Aber er war einfacher als diese einen Doppelbosse. Ich denke mal, er wäre der Erste gewesen, wo er eigentlich hätte hingehen sollen. Ja, und dann hätte man erst zu den anderen gehen sollen. Ich denke mal, wir haben den mittelschweren gemacht, bevor wir den leichten gemacht haben. Be witness to this vigil. I, Radames, spent my long life listening to the confessions of so many burdened hearts. Even after death, I could still hear the echo of their mournful voices, but their pain never managed to bring tears to my eyes. One of those echoes, those incessant voices, was the very voice of the miracle, who commanded me to guard its sacred regret. I obeyed, and it was then that my tears did flow. Penitent one, you who come to witness the miracle. But their plea was so humble and true that the miracle, whose lofty reasons are beyond our earthly ken, finally stirred from its slumber. Aroused from its repose, and moved by the sweet melody of such noble supplications, it blessed this couple of devout believers, whose faith had never wavered, granting them the child they so desired. The dying day already puts out its celestial light. Let the miracle cast open its black gates, so I might venture to where that terrible dream. Ja, es geht auf jeden Fall voran, wie man sieht. Jetzt gib mir mal langsam Doppelsprung. Ernsthaft. Penitent One, you have known the second of the regrets, and with it, another part of the testimony. The figure of the mother has descended, full of mercy. Anon, the upper part of the city, separated from the rest by the miracle's design, we'll join the rest. Find the last guardian. Naja, finden ist gut, ne? Wir sehen ja auf der Map, wo der ist. Wir müssen nur den Weg dorthin finden. Das ist das Problem. Oh, Moment. Das Flüstern ist nicht ohne Grund da. Naja. Sehr gut. Da könnten wir dann auch... Machen wir mal einfach das hier hin, damit ich weiß, dass ich da diese Schwester überhaupt gefunden habe. Das hätte ich vorher auch schon mal machen sollen, am besten. Damit das abgehakt ist. Aber... Naja. Nicht dran gedacht. Der lässt mich das nicht machen. Komischerweise. Ah. Steuerkreuz hat wohl geklemmt. Boah, wie viele 3 Methyrium habe ich? Ich müsste jetzt mal gucken, dass ich das da endlich mal freischalte. Ja, geil.
muss irgendwo eine Glocke sein. Fragt sich nur wo. Ah, hier. Machen wir erstmal, dass wir hier durch die Tür gehen, damit die offen ist. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Müssen ja jetzt langsam mal ein bisschen tricky sein. Boah, 2000 Tränen der Armee. Heftig. Wir könnten langsam mal wieder auch in die Stadt zum Shoppen gehen, ne? Ach. Ja, jetzt wird das nichts mehr, oder? Doch. Okay, da müssen wir aber nicht lang. Das haben wir jetzt nur freigeschaltet for the fun of it. Oh, war ich nicht schnell genug. Unglaublich, dass so eine blöde Statue mir jetzt so viel Energie abgezogen hat. Wieso wäre denn weiter oben noch was? Das möchte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Achso, da kommt man nicht so einfach hin. Okay, dann wird das wahrscheinlich von der anderen Seite her gehen, dass man da reinkommt. Nein, hier sind nämlich hier gelbe Glühwürmchen. Das ist wieder dann ein Weg, wo man nur hinkommt, wenn man wieder irgendwas freigeschaltet hat. Da braucht man eine Glocke. Oh nein, das Timing war miserabel. Ach, scheiße. Wieder Kacke. Klasse. Ah!
Ja, hier kriege ich ja wieder nicht genug Anlauf. Also nochmal das Ganze. Weil noch ein Gegner dazwischen war. Schon schwierige Rätselarbeit hier. So, den müssen wir jetzt hochfahren wahrscheinlich. Damit wir dann nach unten springen können. Ja. Erstmal hier nach oben fahren, damit wir hier oben dran kommen. Na, dann müssen wir auch wieder eine Glocke schlagen. Aber hauptsächlich ist das hier, damit wir hier jetzt... Bam! Ah, nee. Okay. Hier machen wir gleich Farben. Trotzdem noch mal hoch, weil ich nämlich jetzt gerade was gesehen habe. Und zwar das hier. Und ich möchte noch da oben wissen... Nee, hier sind wir ja hergekommen. Ach so, da oben, das ist auch noch mit einer Glocke, ne? Also hier Glocke schlagen, dann schnell hoch. Irgendwo war doch gerade noch so ein Glockendingen. Habe ich jetzt verkackt. Naja, wurscht. So, also theoretisch könnten wir weiter nach unten, aber ich möchte jetzt erstmal noch hier auf der Seite auch gucken. Jetzt haben wir hier einen Durchgang geschaffen. Das ist auch gut. So. Haha. Makelloser Perlmutt-Hohlmeißel. Ja, davon träumt doch jeder. Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal eben kurz einmal hier speichern. War es gar nicht mal so die schlechteste Idee. Aber wir müssen mal langsam auch in die Stadt. Ein bisschen Shoppy-Shoppy machen. Und dem wollte ich nämlich entgehen, dass die sich beide in meine Richtung drehen. So. Okay, da die Tür. Kann man das auch... Nee, übergreifend geht das nicht.
Das war nämlich jetzt so meine Idee. Der dreht sich jetzt gleich hier rum. So, jetzt ist natürlich die Frage, nee, damit können wir da auch nichts ausrichten. Na, weil das war jetzt ja noch eine Frage, die offen war. Ob die was ausrichten kann, aber anscheinend nicht. Also für die Kette brauchen wir nochmal eine andere Waffe. Also gibt es eine vierte Waffe. Ah, da war die Gier wieder zu groß. Aha. Okay, hier waren wir also auch schon mal. Jetzt können wir uns aber da den Weg frei machen. Hier waren wir nämlich noch nicht. Aber hier ist auch nur eine Tür. In Anführungszeichen nur. Eine Figur. Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal in die Stadt. Ne? Stadt ist sowieso jetzt in der Nähe. Denn wir haben ja eine Schwester befreit. Und gucken mal, was die uns jetzt für einen Vorteil freischaltet. Außerdem haben wir ja noch ein paar Mysterium-Dinger. Wir haben jede Menge Kohle zum Ausgeben. Das heißt also, wir können uns beim Handwerksmeister was freischalten lassen. Jetzt ist... Ah, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, ne? Ob ich damit... Ah, okay. So, jetzt können wir uns erstmal bei ihm hier, können wir uns wieder einen neuen Rucksack freischalten lassen. Nee. Oh, und ein Werkzeug haben wir für ihn gefunden. This gouge, as precise as it is delicate, is unquestionably the most suited to this noble wood. Know that you have my gratitude. Ja, ist doch gerne. The altarpiece on your back now has more capacity. Here, I will wait for you. Also dafür, dass der uns dankbar ist. Oh, guck mal, da haben wir sogar eine Dingens freigeschaltet, eine Resonanz. Vielleicht müssen wir da auch, da müssen wir dann auch mal gucken. Vielleicht mal durchprobieren einfach. Nee. Nee. Da haben wir wieder eine Gunst freigeschaltet. Jalux erhöht die Stärke von Rook al-Alba und hier erhöht jeglichen Schaden. Das ist sehr gut. So, dann machen wir hier noch rein. Ach so, guck mal, da oben ist ja auch so ein Symbol. Na, wenn die zusammen irgendwo drin sind, dann ergibt das dies und jenes. Okay. Erhöht den verursachten physischen Schaden. So. Ja, sehr geil. Memento. Ich habe keine verfügbaren Gegenstände. Okay. Maver. Ja, sehr geil.
So, das ist das. Dann gehen wir jetzt gleich, gehen wir weiter zum... Ja, machen wir eine Abbitte. Ich weiß zwar nicht, wie viel die kosten wird, aber... Ja, nee, obwohl, ist scheißegal. Denn wir wollen ja auch noch shoppen gehen. Und wenn ein Rosenkranz immer noch 12.000 kostet und dieser Samen auch, weil diesen Samen, den müssen wir aber auch mal kaufen. Ich weiß zwar nicht, was er macht. Aber wir werden ihn bestimmt für irgendwas brauchen. Hier ist ja nichts sinnlos drin. Das ist nämlich ein Schlüssel, wenn man es sieht hier. Wachssamen. So, ja, hier ist... Das Problem hier bei diesen Figuren ist einfach, dass ich nicht weiß, zu welcher Kategorie die gehören. So, jetzt haben wir alles rausgehauen. Fehlt nur noch eine... Fehlt nur noch eine Figur. Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen rumwerkeln. So, die Schwestern. Wo waren die denn? Ein Hoch. Ein Hoch auf uns. Auf dieses Leben. Hab ich doch. Ja, hab ich doch. Da steht doch jetzt wieder eine neue. Warum kriege ich diesmal nichts? Muss ich zwei Schwestern finden für die nächste Laterne oder was? Schade. So. Ich würde jetzt sagen, boah, wir müssen uns mal umschauen, wo wir noch hin können. Also hier waren wir bis zum Ende. Da fehlt uns eine kleine Ecke. Da fehlt uns was. Hier weiß ich nicht, ob man weiter runter konnte. Ich habe da jetzt kein Fragezeichen gesetzt. Wir könnten mal hier gucken, warum wir hier nicht weitergekommen sind. Oder hier... Oder wir könnten gucken, dass man hier jetzt weiterkommt. Oder... Boah, müssen wir schauen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, da diese Folge mit einem Endbosskampf angefangen hat, können wir die heute ein bisschen kürzer halten. Wir haben jetzt knapp fast 45 Minuten voll. Ich würde sagen, das reicht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie schon gesagt, okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal bei Blasphemous 2. Ciao, euer Gameblamer.